Ich glaube an die Wichtigkeit vom Bild überm Sofa. Ich stelle mir gerne vor, was im Haus desjenigen passiert, der ein Bild von mir erworben hat. Dass er es am Morgen sieht, wenn er gerade aufgewacht ist, und am Abend vor dem Einschlafen. Dass er es bei Tageslicht betrachtet, bei elektrischem Licht und, warum nicht, bei Kerzenschein. Und dass das Bild immer anders aussieht, dass der Betrachter nie müde wird, es zu betrachten, nicht einmal nach vielen Jahren. Deshalb, weil das Bild ein Geheimnis enthält, das man erahnt, aber das nie entdeckt werden kann. In der Vergangenheit hatte die Malerei das Monopol der Herstellung von Bildern. Es gab Orte, die den Bildern gewidmet waren, wie Kirchen und Paläste. Und die Maler formulierten das kollektive visuelle Bewusstsein ihrer Zeit. Heute wird die kollektive Imagination von der Fotografie, dem Film, dem Fernsehen, allen Massenmedien, Internet und so weiter erarbeitet, schnell und allgegenwärtig. Die Malerei kann nicht mit diesen Prozessen mithalten. Ihre Aufgabe ist es, Räume kontemplativer Wahrnehmung zu schaffen. Zeitlos. In diesem Sinne ist die Malerei unersetzbar. Sie erschafft eine innere Gegenwelt. Und genau das ist es, was ich meine. Je mehr Besinnung die Malerei erfordert, desto besser gefällt sie mir. Und umso mehr hat die Malerei heute einen Sinn.